Wenn ich ehrlich bin, habe ich Bagdad erwartet, das vom Krieg gekennzeichnet ist. Aber meine Erwartungen sind ab der Landung wieder leicht worden. Wir sind auf ein Land gestoßen mit einer modernen Infrastruktur, schönen Strassen, hochwertigen Hotels, einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrssystem. Claudio und ich, wir konnten uns bewegen, ganz frei. Auf dem Markt, in den Cafés, in den Restaurants, aber auch in den öffentlichen Denkmälern, in der Moschee. Ich muss sagen, Bagdad hat viel mehr zu bieten, als ich je erwartet habe. Okay, das wird's. Wir dürfen den 25. Kibunjoya Shop heute eröffnen, Teil der arabischen Welt in Bagdad, in Irak. Und das ist wirklich überraschend. Aber die Araber, die stehen offensichtlich auf die Ostschweizer Gesundheitsschuhe. Swissmade ist ihnen schon unglaublich wichtig. Kibunjoya is so famous with their healthy shoes. And I know there are so many Iraqi people in need of such technology. So I have decided to bring that technology to the Iraqi people to use. Die Araber lieben ganz besondere Modelle und darum produzieren wir Kollektionen für die Araber, also wie zum Beispiel diese Schuhe hier, alles made in seinem Wald. Und das kommt einfach gut an. Any product made in Switzerland, it has a very high trust of Iraqi people. Wir sind auf gastfreundliche und herzliche Menschen getroffen. Überall herrscht Offenheit und Optimismus, eine echte, gelebte Dynamik. Und es herrscht ein riesen Unternehmergeist, auch bei den jungen Leuten und auch vor allem bei den Frauen.